Ja, willkommen zurück bei Kerbal Space Program. In der letzten Folge waren wir ja hier auf Duna und haben das Monument besucht, untersucht und sind dann hier wieder zurückgeflogen. Jetzt ist Jeb wieder in die Hauptkapsel umgestiegen und jetzt gucken wir mal, ob wir den Treibstoff, der hier ist, noch ein bisschen hier rüber kriegen. Mit dem Ressourcenmanager. Also. Metalox. Das ist hier. Und das soll... Ja, in den rein. So, jetzt ist der Lander leer. Und das ist hier drin, genau. Und jetzt lassen wir unseren Lander fliegen, weil wir versuchen müssen, dreiköpfige Besatzung da irgendwie runterzukriegen. Weiß noch nicht, ob das klappt, aber bevor wir hier abdocken, muss Eik natürlich überhaupt in der richtigen Position sein. Ja, und wir müssen, da wir auch polar sind, können wir ja nur so fliegen, indem wir jetzt hier, wenn das Eik als Ziel ist, ja, können wir nur hier und hier quasi treffen. Eik wird, wie rum bewegt sich Eik? Wir gucken mal. Naja, das sehen wir an der Ortungsstation. Ja. Gut, also wieder zurück zum Weltraumzentrum. Ortungsstation. Duna. So. Eik müsste eigentlich so rumfliegen, ne? Ja, so müssen wir ungefähr mal gucken, wenn er hier ist. Hier ein Manöver erstellen. Dass wir uns von Eik einfangen lassen. Ha! Sehr gut. Man sieht, was hier für eine schöne Bahn geflogen wird. Wir wollen aber möglichst nicht polar auf Eik, sondern ich gucke, ob ich da durch Eiks Bewegung auch gleich möglichst in eine solche Umlaufbahn kommen. So. Sehen, ob ich jetzt hier noch so Gas gibt. Oder weniger Gas gibt. Na, das wird schon langsam. Hm.
So wird man es erstmal versuchen und dann halt noch ein bisschen drehen. 7 Sekunden. Also trennen wir uns jetzt von unserem Lander. Unser Manöver hat es jetzt zerschossen. Also nochmal. So vielleicht. Und dort drehen wir dann. So. Jetzt werden wir erstmal nochmal in das Missionszentrum gehen, weil es dauert ja noch ein bisschen. Und dann können wir zu dritt, geht alles besser, gleich mal lesen. Einzelmissionen bringt zwar Spaß, aber früher oder später brauchen wir mehr Leute. Kerbel Health Service befürchtet, dass eine größere Crew mehr Stress verursachen und zu einem Ausbruch von Weltraumkoller führen könnte. Da ich kein Arzt bin, habe ich zwar keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber ich will dem zuvorkommen. Wie wäre es, wenn wir versuchen, ein Raumfahrzeug mit einer höheren Crewkapazität zu starten? Das wäre ein guter Probelauf, um herauszufinden, ob unsere Astronauten damit klarkommen. Steuern ist einfach, aber den letzten Choco-Wupsi-Doodle zu opfern, das können wir ihnen niemals beibringen. Lande mit einer dreiköpfigen Crew auf Ike. So. Und jetzt zurück. So. Genau, eine halbe Stunde. Wir gucken, ob alles noch richtig eingestellt ist. Und lande mit einer dreiköpfigen Crew auf Ike. Beim zweiten Mal käme ich dann sogar fast richtig. Naja, wir machen erstmal so, dass wir das Manöver fliegen, wie vorgesehen. Thank you.
Na, das war schon jetzt zu viel. Also drehen wir nochmal um. Und nehmen noch ein ganz kleines Stück weg, damit wir nicht auf Ike einschlagen. Obwohl, wenn wir sowieso dort mit dem ganzen Ding landen wollen, wäre es vielleicht gar keine schlechte Idee, das noch ein Stück mehr mittig zu kriegen. Hoffentlich finden wir eine gerade Stelle. Also ich will ja nicht nachts landen, möglichst. So, ganz kleines bisschen. Und dann müsste es noch ein bisschen höher kriegen. So, vielleicht. Wollen ja auch effektiv sein. Wie viel haben wir dann in der Stufe noch? Na gut, vielleicht könnten wir auch nur mit der Stufe landen. Ne? Naja, jetzt gilt es ja erstmal dahin zu kommen. Also auf zum nächsten Manöverpunkt. So. So. Kilometer über der Oberfläche. Weiß halt nicht, ob es das denn gerade aufsetzen kann und dass es dann stehen bleibt. Ne? Ich habe halt keine Landebeine da dran. Wollte eigentlich mit dem anderen Ding landen. So.
Mal auf 100 Kilometer kann man schon ranspulen. Jetzt haben wir 50 Kilometer. Zwölf Sekunden ungefähr für das, was wir jetzt spulen. Also können wir schon vielleicht die Minute noch abwarten. Sehr eben sieht es da unten aber nicht aus. Nicht Meereshöhe. Oh je. Das wäre ja was geworden. Ach so, wir können Forschung machen. Muss mich jetzt auch um was anderes kümmern. Nicht umlaufbaren Oberfläche. Nee, das wäre wieder was geworden. Kann ich immer noch nicht einschätzen, wir sind auf jeden Fall in einer bergigen Gegend.
ob das auf den drei Düsen stehen bleibt. Zur Not müssen wir abdocken und mit dem oberen Teil landen. Spektakulär. Wir haben doch keine Beine. Hilfe. 100 Meter noch jetzt. 50. Wollte kippen. So muss lieber nochmal. Ist noch ein Stück höher, damit wir eine Geschwindigkeit kriegen, mit der wir landen können, vielleicht. Mist. Hilfe. Wir stürzen ab. Edlein leer. Dann haben wir auch das Problem mit dem Umfallen nicht mehr, wenn wir kürzer sind. Ne?
ihn nicht besonders gerade aus. Aber auch nicht mehr viel Sprit für solche Sachen. Mist, Mist, Mist. Das kann doch nur nicht so. Ich kann jetzt mit meinen rechtlichen Sprit nie aufbrauchen. Für sowas. Nicht gerade genug. Vielleicht dort unten, vielleicht ist es dort flacher. Ah, hat gereicht, aber wir waren noch nicht gelandet. Wir wollen ja kein Schmu machen. Wieder so eine blöde Kante. Ach, diesmal hält uns das Ding aufrecht. Okay. Schnell. Also. Duna, 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 Eik. Gelandet Lavafeld, Lavafeld, niedrige Umlaufbahn. Zeichen ist Lagebeobachtung auf. Lavafelder. Der Boden sieht aus wie geschmolzene Butter, die in Stein gefroren ist. Chap, guck dich mal hier um. Aber hauen wir das Ding nicht um. Weiß halt nicht, ob hier Speichern was bringt, wenn das wieder neu reinlädt. Ob das dann stehen bleibt. Stehen, bitte stehen bleiben. Chap, du lässt am besten gleich mal los.
So. Und jetzt nehmen wir noch Bodenproben mit. Übrigens, ich habe jetzt hier einen Mod installiert, der die Lampen mit hinzufügt. So, Grubeobachtung. Gut. Und die Oberflächenuntersuchung? Auch bereit. So, und steigen wir wieder ein und gehen wieder in der Umlaufbahn. Ich hoffe nur, dass wenn er da anstößt, muss man ganz vorsichtig machen, dass er nicht in Licht unserer Stufe das Ding umhaut. Darf ja auch möglichst das Solarpanel nicht anknacksen. Ha. Wunderbar. 2800. Naja, ob das bis nach Hause reicht, kann ich nicht sagen, aber jetzt versuchen wir erstmal wieder in eine Umlaufbahn zu kommen. Also, auf geht's. Oberfläche abholen, wenn wir sie abholen müssten. Zu 29. Das klingt doch gut. Und ja, wir haben jetzt fast eine äquatoriale Umlaufbahn. Fast, ne? Also halt so ein bisschen Pi mal Daumen. Und jetzt müssten wir die Planeten erst wieder in die richtige Konstellation zueinander bringen. Also Kerbin. Was ist das? Ach, der Satellit. Kerbin ist voraus, das muss aber zurück sein, ungefähr 75 Grad hinter Ike. Wenn wir hier losfliegen, dann holt uns Kerbin quasi dann ein. Ja, aber jetzt sind wir erstmal im Orbit, haben noch 2000 übrig. Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht klappt's.
So. Und jetzt gehen wir zurück zum Missionszentrum und holen uns zu dritt geht alles besser ab. Willkommen zurück. Wir haben die Aufnahme aus dem Innern des Raumfahrzeugs überprüft und unser Belastungstest war tatsächlich belastend. Ein grelles Leuchten trat mehrfach auf, dann gab es zwei Revierkämpfe um Snacks und schließlich ist die Sache zu dreifach Ohrfeigen eskaliert. Die Leute standen kurz vor einem Weltraumkoller. Aber dann beruhigte sich die Lage. Als die Piloten das Landemanöver einleiteten, kamen sie wieder zu Sinnen. In ihrem Bericht erwähnten sie einstimmig, dass alle gleich viele Schläge abbekommen und jede Menge Spaß hatten und dass sie auf jeden Fall wieder zusammenfliegen würden. Wie wunderschön, ich liebe es, wenn wir alle miteinander klarkommen. Sollen wir es beim nächsten Mal mit 4 versuchen? Ich habe keine 4er-Kapsel. Jedenfalls lande mit einer dreiköpfigen Crew auf Ike geschafft. Danke Wissenschaft. So. Und jetzt gehen wir noch in Forschungsentwicklungszentrum. Präzisionsantriebe. Xenonantrieb. Nee, brauchen wir erstmal nicht. Mittlere Traversen. Auch lassen wir auch erstmal weg. Winzige und große Andockmodule. Luftfahrt in großen Höhen. Aha, die anderen Einlässe. Luftfahrthilfsmittel. Na gut, dann gucken wir mal hier, ob wir hier was für 1700 kriegen. Gibt höchstens für 1400 was. Tiefenraumsonden. Schwere Konstruktion. Und die schweren Klappen. Wir sparen uns das auf und versuchen beim nächsten Mal die Sachen von Ike wieder mitzubringen und dann haben wir vielleicht 1800 und können die schweren Starttriebwerke bauen. Gut. Aber das versuchen wir beim nächsten Mal. Für heute haben wir wieder ein bisschen was erreicht und ich sage tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Astronier. Tschüssi.